Manchmal frage ich mich, was würde ich mit der ganzen Welt, wenn ich noch nicht einmal die Wälder vor meiner Haustür gesehen habe. Und so geht's heute nach Brandenburg und Vorpommern. Und auch wenn man mal schieben muss, irgendwann geht's auch wieder bergab. Uhr Berlin. Ich frage mich, warum bin ich eigentlich schon wach? Wir haben diesmal Mitte März. Es ist endlich warm, endlich Frühling. Endlich kann man Fahrrad fahren, ohne sich dick einzupellen. Ich fahre jetzt wieder zum Südkreuz, treffe mich mit Benny und heute scouten wir wieder für den Steppenwolf. Fun Fact, meine Hinterbremse geht nicht, weil Shimano hab's Haar umgedreht und Luft im System. Geil. So, guten Morgen aus Prenzlau, Vorpommern. Herrliche, keine Ahnung, 6 Grad, ich weiß es nicht. Fahren jetzt 30 Kilometer nach Woldig. Herr Heini, er gibt schon wieder ordentlich Gas. Ich kann richtig gut bremsen. Läuft bei mir. Heute Abend den Spaß mal entlüften. Und wir fahren jetzt scouten. Ciao. So, irgendwo zwischen Prenzlau und Woldig. Wir haben jetzt gerade so 19 Kilometer drauf. Noch knusprige 11 Kilometer. Ein paar Höhenmeter. Wem es interessiert, hier in Prenzlau ist übrigens auch im Oktober der Hügelmarathon mit 240 Kilometern maximal, aber auch 150, 200 und so weiter und so weiter. Cooles Event, richtig günstig, macht Spaß. So, wir sind jetzt hier in Woldig. Übrigens, wer den Steppenwolf fährt, sollte auch in Woldig versuchen, was zu essen, weil es kommt danach wieder nichts. Mich nimmt er hier on-road, Alter. Geil. Und auch wenn man nicht immer direkt den Weg sieht, das Navi weiß schon meistens, wo es hin will. Richtig viel Leben hier ist gerade so ein bisschen tricky. Noch 2 Kilometer bis zum Ende von meinem Track vom letzten Mal und dann haben wir noch 48 Kilometer nach Tempelin. Und wer sich für sowas anmeldet, muss sich halt bewusst sein, es ist halt nicht immer nur Straße, es ist auch mal tricky, es ist ein bisschen Abenteuer, aber genau das macht es aus: Abwechslung, sich mal zu quälen, sich dann zu freuen und irgendwann anzukommen. Hier zum Beispiel ist gerade nicht wirklich ein Weg, es ist halt die Frage: Ist das fahrbar, ist das machbar? Sind aber vielleicht nur 200 Meter. Und natürlich sind so eine Landforstwege auch mal irgendwann wieder weg. Wir haben gerade BSR gefunden oder keine Ahnung, also schon ist das Laub, endlich wieder Grillsaison.
Jamin, wie findest du den Track bisher? Hammer! Man denke daran, dass ich immer noch nur eine Bremse hatte. Und wenn man ehrlich ist, so eine kleine Trails macht noch das Abenteuer erst überhaupt zum Abenteuer, oder? Ach, wild! Also ich kann nur sagen, der Steppenwolf wird von Kilometer zu Kilometer immer schöner und ich kann es echt nur empfehlen. Eigentlich schade, dass man die meiste Zeit von Trail per Nacht fahren wird. So 37 Kilometer bis Templin, Kopfsteinpflaster, Abfahrten. Kommst du da durch? Hier richtig oder hätten wir noch oben lang können? Ja, hier ist der Fitnesskurs. Und by the way, auf jeden Fall ja, ein Weg. Und der Trail hier ist auf jeden Fall super. Ein paar Bäume, ein bisschen Brennholz. Aber wer weiß, ob das in meiner alles liegt. Geil hier. Und so, und hier alles im Feldberg ist wirklich ein richtiges Highlight. Ich find's geil. Und ich muss sagen, so länger ich unterwegs bin, desto schöner finde ich es. Wir hören jetzt die Wasserquelle, die Abfahrt, die Aussichten, das Wasser. Ich bin voll hyped. Oh, wir sind jetzt endlich in Feldberg, hatten gerade Mittag. Würde ich euch auch empfehlen. Jetzt gucken wir nach einem schmalen Luzin. Und ich hoffe nicht, dass es hier eine Fähre gibt.
21,5 Kilometer, Mahlendorf, ca. 6,5, Charlottenthal, also wen es interessiert, hier angeblich schlechte Wegstrecke, glaube ich nicht. Dreimal könnt ihr raten, wer gerade seine Drohne beinahe im Wald verstreut hätte. Die Arschrakete hat sich geöffnet, ist die Powerbank für die Drohne rausgefallen, aber ging alles gut. Jetzt habe ich den ganzen Spaß mit ein bisschen Kabelbinder fixiert, hatte ich zum Glück dabei, dass sie nicht mehr aufgehen kann, die ist halt ein bisschen voll und 17 Kilometer bis Templin. Wir haben es jetzt grob 15 Uhr, noch ca. 10 Kilometer bis Templin, ein bisschen Wald, ein bisschen Straße. Richtig cooler Tag, heute zwar nur mit einer Bremse, aber wenn man vorsichtig ist, geht das auch. Und einfach nur geil und ich freue mich auf den Track, vor allem auf den Waldtrack. Uhr, gleich in Templin. Das war's für heute mit dem Scouten. Eigentlich ein ziemlich guter Track, richtig schön viel Spaß, Abenteuer, Steine und einfach eine coole, geile Aussicht und ein richtig schöner sonniger Tag. Da freut man sich echt auf den Sommer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like, abonniert, kommentiert und die ganze andere Scheiße. Und damit, ciao!